Wir brauchen 360 Gramm Mehl, 66 Gramm Puderzucker, 170 Gramm Butter und 600 Gramm normalen Haushaltszucker. Dazu 3 Zitronen, am besten Bio-Zitronen, weil wir die Schale mitverwenden, und 8 ganze Eier. Wir fangen an mit unserem Shortbread-Teig, indem wir die Butter schmelzen und geben dann 300 Gramm Mehl, den Puderzucker und natürlich eine Prise Salz in die Küchenmaschine und gießen dann die flüssige Butter zu. Das Ganze wird dann ein recht krümeliger Teig, das ist aber völlig okay. Den geben wir dann in eine mit Backpapier ausgelegte Backform und drücken ihn mit einem Spatel oder einem Milchkännchen oder auch mit der Hand so gut es geht fest, um einen möglichst ebenen und glatten Boden zu bekommen. Der geht dann zum ersten Mal in den Backofen bei etwa 180 Grad für ca. 20 Minuten. Das kommt ein bisschen drauf an. Der darf nicht zu braun werden. In der Zwischenzeit können wir dann unsere Zitronen schon mal sästen, deshalb auch Bio-Zitronen, geben das Ganze in der Küchenmaschine, um das mit dem Zucker zu vermischen. Dann brauchen wir natürlich noch Zitronensaft. Dafür pressen wir dann die restlichen Zitronen aus. Wir brauchen etwa 240 Milliliter. Jetzt können wir diese Zucker-Zesten-Mischung in die Küchenmaschine geben, 60 Gramm Mehl dazu und den Zitronensaft. Dann kommen die Eier dazu, ganze Eier, also wir trennen nicht, und verarbeiten das zu unserer Füllung. Wenn der Boden aus dem Ofen kommt und hart ist, dann können wir, solange er noch warm ist, die Eimasse da drauf geben und dann wird das Ganze nochmal gebacken, wieder bei 180 Grad Umluft für ca. 25 Minuten. Danach muss das Ganze wirklich gut abkühlen, am besten 2 Stunden mindestens im Kühlschrank. Danach kann man das wunderbar aus der Form nehmen und die Masse ist wirklich schön gestockt. Jetzt können wir uns einfach irgendwelche Formen schneiden, so Vierecke zum Beispiel, mit Puderzucker garnieren, ein paar Früchte dazu und fertig sind unsere Lemon Bars.